Hallo Leute, wenn ihr das hier seht, heißt das, es hat endlich begonnen. Unser eigenes Pen and Paper Rollenspiel. Heimdall, der rote Bär, Zachary, der Wilde und Johnny Joker erkunden die Welt von Paragon. Für die unter euch, die nicht wissen, was ein Pen and Paper Rollenspiel ist, das ist halt ein Rollenspiel, was man in seinem Kopf eigentlich nur selber spielt. Unter Zuhilfenahme von Würfeln und einem Charakterbogen. Die Spieler selbst schlüpfen dabei in die Rolle ihres Charakters und ich als Meister, Spieler aller NPCs, entscheide, wie das Wetter ist, erzähle, wie der ganze Kram aussieht, was da so passiert, was die Leute fühlen, was sie schmecken und so weiter und so weiter. Das Regelwerk dazu ist weitgehend selbstentwickelt, es ist zugegebenermaßen aber auch stark inspiriert von dem Pen and Paper der Rocket Beans, die da heißen Tears und Beards. Und das Regelwerk selber ist auch noch sowas wie eine Beta, Alpha, whatever. Jedenfalls, da wird noch ein bisschen was dran rumgeschraubt. Das ist alles noch überhaupt nicht final. Natürlich gibt es noch ein paar Eigenheiten. Klassischerweise wird so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel mit 20-seitigen Würfeln gespielt. Wir benutzen allerdings zwei 10-seitige Würfel. Das hat ein bisschen was mit Statistik zu tun, weil das meiner Meinung nach ein bisschen mehr die reale Welt widerspiegelt. Aber das brauche ich gar nicht so groß interessieren. Die Welt, in der gespielt wird, heißt Paragon. Der Name selber schwebt mir schon einige Jahre im Kopf rum, zugegebenermaßen. Und die Spieler können im Prinzip alles spielen, was sie gerne sein möchten. Hauptsache, es passt irgendwie in die Welt rein. Das heißt, es gibt natürlich Menschen, Orks bzw. Oger, Zwerge, Elfen, Vampire, Hexen oder riesige vom Himmel fallende Wale. Vielleicht sogar irgendwie einen Roboter, der auf seinem Rücken einen Arsch voll Holzpellets oder sowas geladen hat und damit angetrieben wird. Wie gesagt, Hauptsache es passt irgendwie in die Welt rein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Pen and Paper Paragon.